Mit Käsesoße und Pfifferling. Ja, wir haben am Donnerstag Nudeln mit Käsesoße, Bärlauch und Pfifferlinge gemacht. Dazu haben wir eine Packung Nudeln genommen, eine Packung Schmelzkäse, eine Packung Kräuterschmelzkäse, ein Becher Sahne, den hat man nicht gehabt, dafür hat man dann mit Wasser ein bisschen angerührt, Bärlauch, ein Glas Pfifferlinge, Pfeffer und wir hatten noch getrocknetes Steinpilzpulver. Die Nudeln werden gekocht, die Pfifferlinge angebraten, den Käse und die Sahne hinzugefügt, die fertig gekochten Nudeln untergemischt, würzen und zum Schluss den klein geschnittenen Bärlauch hinzufügen. Ja, wir hatten dann hinterher 5 Portionen gehabt für die Mikrowelle und ich habe noch ein paar Portionen über und das schmeckt wirklich gut. Dann sehen wir uns vielleicht in eins meiner nächsten Videos.